Ticket to Lose. Rede in einer Sprache, die sonst niemand versteht, außer deinen Kumpels von der Universität. Mach Welterklärungen aus Moralien dir zu eigen, dann kannst du mit dem Finger auf die anderen zeigen. Red über Privilegien, außer denen von dir, dann kannst du allen beweisen, du bist der Schlauste im Revier. Hast die Regeln begriffen, die Mechanismen verstanden, dann kannst du vielleicht auch auf einem Dozentensessel landen. Das ist das Ticket to Lose. 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 Dort bleibst du dann sitzen, erklärst den anderen die Welt. Du hast ja ganz gut Zeit und auch genug Geld. Dann baust du neue Codes für die nächste Diskussion. Und der eingeweihte Zirkel, der folgt dir dann schon. Schau runter auf die Prolls, die nicht auf dich hören wollen, wenn du sie pädagogisch aufklärst, wie sie quatschen sollen. Versuch nie mit denen zu reden, begib dich nicht auf das Niveau. Hör nicht darauf, was sie sagen, denn recht hast du sowieso. Das ist das Ticket to Lose. Das ist das Ticket to Lose. Das ist das Ticket to Lose. Ticket to Lose, doch nicht für deine Karriere. Selbst deine Radikalität kommt dir nicht wirklich in die Quere. Es ist das Ticket to Lose für die Emanzipation. Es ist der gerade Weg in die Selbstisolation. In einer Zeit, wo dunkle Wolken sich zusammenziehen, glaubst du denn wirklich, du kannst ins Schneckenhaus entfliehen? Wenn es um Karriere ging, ist das vielleicht einerlei. Doch wenn du wirklich etwas ändern wolltest, dann ist das jetzt. Das ist das Ticket to Lose. Das ist das Ticket to Lose. Das ist das Ticket to Lose. Das ist das Ticket to Lose.